Willkommen zurück. Anthem immer noch am Start, ja? Und kommen voran. Level 13 sind wir schon. Er hat eine Mission. Ich habe Neuigkeiten. Könnte übel sein. Lass hören. Erinnerst du dich an Freelancer Dix? Der Läufer voll mit Arkanisten? Beschädigte Frachtraumtür, oder? Genau. Sie sind nie in Fort Tarsis angekommen. Was soll das heißen? Das, was ich sage. Mehr weiß ich nicht. Wir jawohl, der Allerbeste. Finden, erst retten und dann wieder verloren gehen. Ich versuche weiter, Freelancer Dings zu erreichen. Alles klar. Diese Leute zählen auf uns, hörst du? Ja. Gut. Dann schauen wir mal. War da was? Nein, da war nichts. Wer alles wieder ein Mitteilungsbedürfnis hat. Oh, nette Tür. Macht sich automatisch offen für mich. Ganz ungewohnt, dass jemand mal was für mich macht. Ah, hier geht's rein. Ah, da oben wird tatsächlich angezeigt. Noch eine Mission. Ah, jetzt wird's sichtbar. Okay. Dann können wir die natürlich auch noch machen. Wie lange diese Folge dauert. So, wer will mit mir reden? Ich will euch natürlich ein bisschen was von der Hintergrundstory mitgeben, da man ja irgendwie im Spiel nicht so viel mitbekommt. Und dafür gibt es halt dann leider lange Dialoge. Ich klicke ein bisschen schneller durch natürlich. Wie bekommt ihr das Grenzgebiet, Freelancer? Hält mich auf Trab. Sag mal, wie schwer ist es hier draußen Fortuobräu zu bekommen? Du stellst die falsche Frage. Sie muss lauten. Weißt du, wie weit es bis Fortur ist? So aus dem Stegreif nicht, nein. Verdammt weit. Mit einem Läufer dauert die Reise zwei. Und es gibt immer Ärger. Okay, also. Du willst Geschäfte machen? Also gut. Ich muss ein paar Botschaften unter der Hand verschicken. Dein Krypter hilft mir dabei. Ich bin. Klar macht er das. Abgemacht. Für irgend so ein tolles ich Bier. Ich glaube, Faye wird nichts dagegen haben. Besonders, weil es für Yarrow ist. Der Trick ist, nicht aus Fortuo einzukaufen. Man muss nur Sammler und Privatreserven aufzutreiben, ist wie Klauninchen zu hüten. Aber ich werde nach. Klauninchen. Ich bin immer noch gesund und munter. Behalte einen klaren Kopf. Klauninchen, wer hat sich das denn ausgedacht? Wolfen, Klauninchen. Oh je, da war jemand ganz arg kreativ. Ach, da ist noch einer. Also es gibt jetzt Bier. Warte, wer? Nein. Er? Bist du denn? Seth? Höchstpersönlich. Du musst der Freelancer sein, den Tessin angeheuert hat. Sieh an. Du wirkst. Hast du etwas anderes? Nein. Nun, schon irgendwie. Man sollte meinen, dass Corvus genug gut. Das stimmt ja auch. Aber ich. Um es kurz zu machen, habe ich den falschen Leuten ans Bein gepinkelt. Ach, das ist der in der Bar, den wir ansprechen sollen. Auf den ersten Blick scheint Vorteil. Es ist ein Drecksloch. Die Bar hat noch nicht mal einen Namen. Sie. Ich kenne die Geschichte. Ich kenne. Corvus hat Berichte von Ska-Angriffen. Eigentlich nicht außergewöhnlich. Allerdings nutzen sie eine Art neuartige Säure. Extrem wirkungsvoll. Nicht. Ska sind Plünderer. Sie müssen die. Zwei Seelen, ein Gedanke. Ich habe einen Spiel. Dein Krypter hat die Koordinaten. Gute Arbeit. Ah, was wäre ich denn für ein Geheimagent? Lass mich wissen, wenn du unter. Ich hab das jetzt eine Mission? Sehe ich ja gleich, wenn ich zum Beginn der Expedition gehe. Da oben ist Brin mit der Mission. Interessiert mich gerade aber noch nicht. Was bist du denn? Ah, gut. Erweist du mir auch Chronistin. Endlich die Ehre. Die hat keinen Namen, die heißt nur Chronistin. Ganz so aus. Genau wie Freelancer auch keinen Namen Sarah hat, ne? Toll. Oh, sie hat einen aber Namen. Du darfst mich ruhig Madame Chronistin nennen. Okay, Madame. Wusstest du, dass ich der Bezugspunkt für deinen Krypter bin? Das ehrlich gesagt wusste ich das nicht. Wie verwunderlich. Eigentlich ist ich leider nicht unter Hast du dir den Kopf gestoßen? Nicht genug, um für Gedächtnisschwund. Wenn du meinst, mein Was gibt es für Neuigkeiten? Ich sah ein paar ungewöhnliche Gestalterruinen, an denen Wasserfälle nach oben flossen. Meine Güte. Meinen Sie Owen? Das sagte ich doch. Entschuldige. Doch wie mein geschätzter Mentor Negan Dell zu sagen pflegte,
Vielleicht leiden Sie unter... Du bist amüsant. Aber das sind... Ich weiß nicht, ob ich Ihnen folgen kann. Ich rede mit Städten und Kryptern in Weiden. Freelancer sind vom Weg... Ich bin nicht vom Weg ab. Und das freut mich sehr. Weißt du, du würdest einen fantastischen Set... Und den ganzen Tag nur wach... Stoff zum Nachdenken. Ein Chronist muss das gesammelte Wissen... Bildung? Was würde dich denn erfreuen? Neuigkeiten, bitte. Es ist immer gut zu wissen, was los... Da stimme ich dir zu. Auf das du lernst. Danke. Man sieht... Ach, tut man. Hier neue Informationen, Neuigkeiten und dann... ist keine. Interessant. So, dann war das da drüber noch und dann geht's nach vorne. Hallo, Pörndl. Machen Sie Fortschritte in Sachen Vorverwaltung? Schleppend. Die Leute ignorieren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich bitte Sie. Wir haben ein überall vorliegen Kabel und Strip. Wirklich? Okay. Ja, das ist. Unfälle wird es immer geben. Genau das ist die Einstellung, die ich. Ich werde eine Verordnung erlassen, die die Leute dazu zwingt, sämtliche. Sie wollen lose Kabel in. Genau. Ebenso wie. Stehendes. Was? In stehendem Wasser vermehren sich Insekten. Und Pfützen sorgen nicht nur für nasse Füße. Wie planen Sie die Verordnung? Ich habe eine Petition. Mal gucken, vielleicht wird es hier hinten aufgeräumt. Ja, ich helfe gerne, das vor sich. Vielen Dank, Freelancer. Dieses. Gern geschehen. Ich hoffe, die Leute verstehen durch die Verordnung. Ich auch, Pörndl. Das werden sie. Irgendwann. Klingt kompliziert. Das ist es. Ich bin sehr beschäftigt. Springbrunnen. Ja, vielleicht wird er den MRD reparieren. Und dann gibt es was Tolles Neues. Das ist gefährlich. Ah, das ist die Herzwarnung. Steht, glaube ich, da vorne noch einer. Oder? Ich bezweifle. Ja. Der mich immer anmacht. Nett, dich wiederzusehen. Weißt du, du. Das ist schön. Was hast du gehört? Ernsthaft? Also pass auf. Sie läuft an mir vorbei, okay? Und ich denk mir so. Aber du kennst mich ja, nicht wahr? Nein. Richtig. Also frage ich sie nochmal. Und wie hat sie reagiert? Sie sagte leise, fast flüsternd: Geh mir sofort aus dem Weg oder du wirst es bereuen. Und? Hab's dann bereut. Ich wollte gerade ein Kompliment machen und im nächsten Moment liege ich auf dem Boden und lauter Leute starren mich an. War ziemlich dreist von ihr, mich einfach... Sie hatte dich ja gewarnt. Kann ich nicht sagen, aber ich weiß noch, wie sie runtergeht. Hey, was machst du gerade? Fehl, ich bin... Schade, ich... Dachte ich mir. So, bitte, das war's, oder? Die machen wir wann anders. Mal zu Expeditionen. Yay! 1, 2, Arnold Schild. Wie kommt er? Nichts, seitdem du ihn in Gang gebracht hast. Du hast gerufen. Okay, Marlin, und wer ist das jetzt? Geh dorthin zurück, wo wir ihn sehen. Der Captain Rampy Lightyear. Spüre ihn auf. Alter, Schon. Ja, Mann! Ey, echt nicht schlecht. Stimmt. Sag den Spruch. Sag den Spruch. Welchen Spruch? Bis zur Unendlichkeit. Sag ihn! Achso. Nein, der Captain Rampy Lightyear ist anders. Oh, der ist lame, meinst du? Vernichtung und noch viel der weiter. Da gibt es direkt Loot. Direkt mal Loot. Boah, super episch. Den aber Loot damit kann super, uns jetzt super. Gar nichts mehr passieren, ja? Der Seele gut. So, müssen wir jetzt wieder den geilen Typi finden, weil er nie angekommen ist. Ja, ganz kreativ. Hat er sich einfach verirrt oder so. Wahrscheinlich wieder. Also da war er das letzte Mal, das stimmt. Okay. Da ist er aber nicht mehr. Läufer zu finden dürfte nicht schwer sein. Ich suche alles gründlich ab. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Da vorne. Bist du Gabby? Kein Problem, lass dir Zeit. Hier ist irgendwo was. Wow. Hey. Ah. Das ist ja, das hier ist kein guter Ort für Tiere. Ich erinnere mich. Für Tiere ist nirgendwo ein guter Ort. Daneben.
Ja, die sind eigentlich zielsuchend. Habe ich mich zu sehr drauf verlassen. Ach, hier. Es wurden Spuren gefunden. Daran ist nichts Seltsames. Sehen wir, ob sie uns irgendwo hinführen. Ey, das kann doch gar nicht sein. Die Läufer laufen doch nicht mehr. Ja, ja, vielleicht sind sie... Das wissen wir jetzt. Gut, das ist ein gutes Rätsel. Oh, da hinten ist was. Hier irgendwo... Verdecktes genau Blattwerk. Hier. Sie haben mehr Spuren gefunden. Immer noch keine Anzeichen für einen Kampf. Und ja, vorne ist er noch, oder? Wow. Ich mach wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Warte mal. Könnte das sein hier? Da liegt was. Was ist denn das? Ah, das ist nur Codex-Eintrag. Ladeverzeichnis. Okay. Warte, ich mach. Ja. Du, ich glaub, das ist er. Draußen gibt es viele alte Läufer, die zurückgelassen sind. Wow. Ich auch so. Ein guter Ort zum Plündern. Sieht aus, als gäbe es hier Spuren, denen wir folgen können. Okay, der ist unten, wahrscheinlich hier unter dem Arm durchgetaucht. Ja. Der ist nach oben hin. Ja, der kann es ja nicht sein, der ist ja mega verrostet hier. Ja klar, achso, klar ist er da hochgeflogen, gesprungen. Da oben ist noch einer. Moment, sieh mal, das ist er, unser verwisster Läufer. Überall liegen Teile herum. Und trotzdem keine Angriffsspuren. Wir haben auch das Hinterhalt. Er wurde vom Ska geplündert. So viel ist sicher. Ne. Die Schweine. Diese Skars, ey. Arkanisten finden. Was ist hier? Fuck, hochgesprungen. Der Frachtraum ist leer. Nichts übrig. Ja, leer. Keine Spur von den Arkanisten. Okay, machen wir. Wir brauchen einen Hinweis. Die Ska haben ihre Beute hier drüben auf eine Klippe geschleift. Wenn wir Glück haben, finden wir gemeinsam mit den Ersatzteilen auch die Arkanisten. Wieder auf der Spur. Sie haben einen Käfig gefunden. So, jetzt töten wir einfach wieder ein paar unschuldiges Gas. Kannst natürlich nicht öffnen. Sie sind verletzt. Tötet die Ska. Aber nicht genug, um einen Läufer oder einen einzigen Schuss zu überwältigen. Die Käfige noch nicht öffnen. Es ist nicht sicher. Also gut, Ska zuerst. Ja, machen wir. Er hat gesagt, Käfige sofort öffnen. Es ist super sicher. Ah, nein! Es gibt immer so viele Ska. Sie sind scharf. Sieht man an. Es gibt immer ein größeres Tier. Weißt du das, Arnold? Ja. Kannst du dir mal gar nicht vorstellen? Nee. Warte, ich muss nachladen. Okay, okay, Leute, mal kurz Pause. Arnold muss nachladen. Oh, das sind wieder. Das ist dein Kopf, Mann. Oh, nicht gut. Was? Du kannst fliegen? Oh, jetzt nicht mehr. Verfolgt mich was. Ein Dicker. Oh ja. Der Martin kümmert sich drum. Ja, genau. Allein gegen den, ne? Hat ein bisschen wehgetan. Oh mein Gott, ich werde sterben. Aha, doch nicht. Okay, so viel zu den Ska. Bringen wir die Arkanisten in Sicherheit. Okay, Arkanisten rauslassen und töten. Wie war das? Oh ja. Seltenes Ember. Unsere Leute haben einen der Käfige geöffnet. Es ging ihnen gut. Aber sie erzählen etwas von einem Freelancer Kerlisch, der bei dem Angriff umkam. Nichts über Dings. Wir haben den anderen Käfig geöffnet. Was ist das? Haben wir. Wir wurden entführt. An diesen monströsen Scar verkauft. Du musst ihn aufhalten. Werden wir. Yarrow, hast du eine Spur für mich? Vielleicht. Ein schwaches Signal.
Ganz in der Nähe. Ein monströser Scar. Ja, geil. Vielleicht mal endlich mal sowas wie ein Boss. Ja, Mann, das wäre echt geil. Für uns ist kein Elite-Gegner genug. Ja. Ja, jetzt mit Captain Rampy Lightyear an Bord. Ja, ist richtig. Eben. Bessere Frage, wer ist Dick? Und er kommt vom Himmel! Buja! Da leuchtet was auf dem Boden. Oh, das könnte da sein, wa? Wow! Fuck! Der Sniper hat mich, noch nicht. Ah, scheiß Snipers. Wesley Sniper am Sinst, ja? Wesley Sniper. Wesley ja. Achtung, da sind ganz viele auf der anderen Seite. Feuerregen! Warte mal. Irgendwo gerade gut gesehen, jetzt sehe ich es nicht mehr. Schade. Ich komme gerade um die Verstrecker. So, Verstrecker weg. Alles easy. Ich glaube, der Boss kommt jetzt noch. Ich habe extra meine Ulti für den auf. Ja, ich habe es auch aufgehoben jetzt. Da kommt was. Was können das sein? Das noch ein Bohrer? Nee, das ist nur der Bohrer. Bohrer kann nix. Oh, da kann man rein, aber. Wo ist das Ember, Arnold? Ich hab's eingesammelt, keine Ahnung. Okay, ne. Sieht nichts mehr. Dann gehen wir mal in den Bunker. Komm, wir gehen runter. Da komme ich nicht durch. Tja, jetzt haben wir abgenommen worden. Weil du bist unser Nachhut, du passt oben auf. Okay. Genau. Genau. Ember! Ember. Ember! Der richtige Abbautour hier. Oh! Pass auf die Creeper auf! Viele Neuverteile. Gestohlene Fracht. Such nach einer Blackbox. Sie behaupten, Gesetzlose hätten ihren Freelancer getötet und sie an die Scar verkauft. Du denkst, Dix hat etwas damit zu tun? Wenn ja, ist er kein Freelancer. Boah, Verrat! Nein, was für eine unglaubliche Wendung. Oh mein Gott. Geht ja gar nicht. Ember! Wir sind also im dritten Akt, oder wie? Scheint. Die Wege sind versperrt. Den Scar-Anführer, komm nur her. Da ist er. Krass. Guck mal, das Ding. Nee. Das ist überhaupt geklappt bei mir. So, erstmal. Multi-Power Deluxe. Ja, man, schön alles drauf, ey. Nachladen. Der kann ja gar nichts. Ist schwer, auf engerem Raum zu kämpfen, oder? Das Ding hat ja keine Chance, das Kampf geht ja schon ewig. Jetzt hat er mir Schaden vor. Ah, jetzt kam Schaden. Jetzt bin ich auch fast down. Jetzt hat er mal angegriffen davor, hat er mich überhaupt nicht beachtet. Was nachladen, warte. Down, down, down. Kaputtes Ding. Hallo. Heil ihn doch. Das hat man davon, wenn man Arkanisten kauft. Na, nicht den Gegner heilen. Ja, bei mir ging auch gerade der Strahl zum Gegner. Ja, bei mir auch, deswegen. Komm, steh auf, ich will den Bossfight haben. Das wussten wir ja. Ihr ursprünglicher Freelancer Kerlisch wurde getötet. Die Arkanisten wurden entführt und dann verkauft. Und Dix? Ist ein Gesetzloser.
hat sich mit einem gestohlenen Anzug als Freelancer ausgegeben. Ich dachte, das kann man nicht einfach so. Wir finden diesen Hochstapler, hörst du? Oh, das tue ich. Oh, leck, fertig machen wir den. Komm zurück, heißt. So einfach ist das, okay. Überfällig. Oh. Geht da. So, abgeschlossen, überfällig. Nicht mal eine Lootbox gibt's hier, das ist ja langweilig. Oh. Also so eine Skandal, so eine Tour. Mensch. Ja, müssen wir mal ja schnell zum Jarro und dann geht's dem Dixer an den Kragen, ey. Dem Dixer. Dem Trickser, der Tricks, der Dixer. So, wer hat wieder hier keine Arbeit geleistet? Ich bin noch im Ladebildschirm, Mann. Ich spricht schon mal gegen dich. Ja. Ja. Alle Soldat, außer ich. Artillerie wieder. Und mir steht noch Expedition abgeschlossen. Ich glaube, ich habe einen einzigen Schuss in der Runde abgekriegt, sonst habe ich, wo ich komplett ignoriert. Bei mir steht auch noch Expedition abgeschlossen. Geil, es gibt nicht mal mehr Erfahrung. Oder lädt es noch? Bunte okay. Hat gechillt. Ich bin mir jetzt, ne, ich gehe direkt Expedition beenden. Startrampe. Du hast am meisten, das 3450, Ray. Dankeschön. Ja, die Schmiede. Wir sehen uns. Ich habe 3200.